Sieht man die Arbeiten von Jörg Bach irgendwo in freier Natur liegen und Bach platziert seine Plastiken gern wie zufällig in der Landschaft, dann drängt sich der Eindruck auf, dass seien Relikte aus einer fernen Vorzeit. Rostig-braun, der Erde verwandt, liegen sie, als seien sie hier schon seit Menschengedenken, von einer fernen Zivilisation riesiger, kräftiger Wesen der Nachwelt hinterlassen. Das ist einfach die natürliche Oberfläche vom Material. Das Material ist natürlich zuerst unverrostet, ist klar. Das ist einfach ein Stück weit Vergänglichkeit, das es ausdrückt, und somit hat es auch eine gewisse Aussage. In Wirklichkeit aber sind diese Plastiken genau konstruiert. Bachs Ausgangsmaterial ist wie bei vielen Stahlbildhauern das viereckige Stahlblech, das er sorgsam zurechtschneidet. Bach geht dabei nicht viel anders vor als der Schneider mit einem Schnittmuster. Meistens habe ich es schon relativ gut vor Augen, so wie die Vorstellung im Hinterkopf halt ist. Das sind eigentlich schon auch Rundungen und gebogene Flächen. Ähnlich wie beim Kleidungsstück eben auch. Kaum hat er die vorgeschnittenen Platten aber zusammengeschweißt, fangen diese Gebilde an, ein Eigenleben zu entwickeln. Sie scheinen sich zu biegen, zu verknoten. Bachs Plastiken fehlt alles in sich Ruhende, alles Statische. Seine Arbeiten scheinen in Bewegung zu sein, schon wenn man fest an einem Punkt vor ihnen steht. Doch das bleibt man nicht lange. Diese Arbeiten zwingen einen geradezu, sich zu bewegen, vor den Skulpturen auf und ab zu gehen, sie zu umrunden. Das ist mein Ziel, den Betrachter zu bewegen. Nicht, dass ich das Objekt bewegen muss, sondern der Betrachter bewegt sich automatisch, weil er einfach sehen will, wie geht jetzt die Form weiter, wie löst sich es auf, wie kann diese Fläche zu der Form passen. Und während man diese Arbeiten mit dem Auge rundherum abtastet, scheinen sie selbst in Schwingung zu geraten. Bach gelingt es, das eckige, zweidimensionale seines stählernden Ausgangsmaterials zu überwinden. Aus starrem Metall wird scheinbar bewegliche Materie. Bei diesen Arbeiten gibt es keinen festen Bezugspunkt, kein vorne, kein hinten, kein von der Seite. Die Arbeiten wirken gleich, doch exakt gleich, gar identisch ist nichts an diesen Arbeiten. Diese Lebendigkeit seiner Plastiken wird noch deutlicher an den Arbeiten, die er mit Farbe lackiert. Die Farbe poliert er dann an den Kanten wieder ab und siehe da, diese Arbeiten enthüllen das Geheimnis von Jörg Bachs Plastiken. Es sind streng genommen Linien, die sich im Raum zu bewegen scheinen, Linien, die aber zugleich auch Flächen in sich bergen. In jüngster Zeit hat er sogar nur noch diese Linien im Raum belassen und auf die Flächen und Stahlkörper völlig verzichtet. Beim Frühstück am Küchentisch ist eine Fliege, eine Zeichnung in den Raum geflogen und die habe ich versucht nachzubauen. Ich habe es mir versucht zu merken, wie die Fliege geflogen ist. Es ist natürlich nur eine Andeutung an das Eigentliche. Und wenn die Fliege dann irgendwo hinsitzt, will man sie vielleicht nicht haben und dann endet der Flug abrupt. Ich kann ihn gedanklich vielleicht weiterführen mit sämtlichen Ecken und Kanten. Bachs Plastiken sind voller Widersprüche und Geheimnisse. Das gilt vor allem für Arbeiten aus nicht rostendem Edelstahl, den Bach sorgfältig poliert. Aus den Stahlflächen, die sich in alle Himmelsrichtungen biegen, winden, drehen, werden Spiegel, die jedes Detail, das sich ihnen bietet, reflektieren. So werden die Arbeiten, selbst wenn sie kaum größer als eine menschliche Faust sind, in der Vorstellung des Betrachters riesengroß. Der Stahl verkörpert in sich die ganze Welt, die ihn umgibt. Die Stahlplastik wird zum Kaleidoskop unserer Welt, die wir immer wieder zu erkennen glauben, die sich aber jeder Festlegung entzieht. Und damit sind es hochphilosophische Arbeiten. Plastiken, die das Rätsel der Welt buchstäblich in sich bergen, zumindest die Edelstahlplastiken. Die Welt, die uns ja auch immer wieder vertraut und durchschaubar vorkommt und doch in jedem Augenblick zugleich voller Rätsel ist.